Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Die Zufahrt zur Tiefgarage eines Casinos. Eigentlich ist es im August in der Spielerstadt heiß und trocken. Nevada wie auch Kalifornien waren bis letztes Jahr von einer langen Dürre geplagt. Jetzt bringt Tropensturm Hillary Niederschlagsmengen, wie sie sonst im ganzen Jahr fallen. Sturzfluten bis ins Death Valley, einer der trockensten Regionen der Erde. Und auch 400 Kilometer weiter südlich in Palm Springs kam das Wasser plötzlich und in Massen. Ich war genau hier heute um 1 Uhr. Da war kein Wasser, nichts. Und jetzt, 2 Stunden später, das ist beeindruckend. Als Hurricane hatte sich Hillary auf dem Pazifik gebildet. Als Tropensturm traf sie in Mexiko auf Land. Mindestens 2 Menschen kamen dort ums Leben. Im Südwesten der USA sind bislang keine Toten zu beklagen. Im Lauf des Tages, sagen die Meteorologen, soll sich Hillary dann über dem Norden von Nevada auflösen.